Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaum und ich begrüße euch ganz herzlich bei dem schönen sonnigen Nachmittag und stelle euch heute einmal die Stihl MS231er vor. Das ist eine handliche Säge für einen Privatnutzer. Die hat 2,7 PS, 2 kW und könnt ihr wahlweise mit 30er oder 35er Schiene haben. Das ist eine Pico-Schiene, ist für kleinere Sachen, ist mittelkleine Sachen gut geeignet für einen Privatnutzer. Ihr habt einen Winkelspanner, also die Ketten zum Nachspannen, braucht ihr bloß hier die Mutter locker machen. Und dann mit der Schraube nach rechts plus wird strenger und nach links minus wird es dann wieder lockerer. Kette sollte so gespannt sein, dass ihr es ungefähr so weit rausziehen könnt, dass es nicht mords durchhängt und dann man es noch durchziehen kann. Aber aufpassen, die Kette ist sehr scharf. Ihr habt die Schnellverschlüsse wie bei den Profimaschinen, also ihr braucht bloß hier aufklappen, Viertelumdrehung, könnt ihr auf und zu machen, beim Kettenöl das gleiche. Wichtig, da haben Markierungen drauf, hier und hier am Gehäuse, dass ihr das so reinsteckt, dass die Markierungen übereinstimmen. Dann leicht drücken, drehen, dann rastet es ein. Nummer 10 zur Sicherheit, dass er wirklich verriegelt ist, nicht dass euch das Ganze dann über den Fuß läuft. Vom Startvorgang her ist es wie bei den anderen auch. Bremse reinmachen, dann kann da nichts versehentlich loslaufen. Sperrhebedrucker, Vollgas geben, ganz runter auf Kaltstart, Schock. Dann zieht es ja an, entweder einen Fuß reinstellen hier oder zwischen die Beine gescheit einklemmen und dann ziehen, bis so ein Hursterer macht. Die geht dann gleich wieder aus. Dann geht es eine Stufe hoch auf Halbgas. Wie gesagt, Vorsicht, wenn die Bremse nicht drin ist, wird die Kette loslaufen. Wenn es dann anläuft, kurz Gas geben, geht es auf Standgas zurück und dann die Bremse freimachen, dann könnt ihr loslegen. Wenn es nochmal ausgehen sollte, dann nochmal Sperrhebe, Vollgas ganz runter und gleich eins hoch auf Halbgas. So startet es auch warm. Und natürlich Bremse auch wieder reinnehmen. Und dann könnt ihr loslegen. Das war wieder Bernhard Eschbaumer mit der Stihl MS231, handliche Hobbymaschine für einen, der halt was Gutes haben will und im privaten Bereich unterwegs ist, für universelle Arbeiten sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen sonnigen Nachmittag. Dankeschön.